Also ich bin der Kian, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe meinen Freiwilligendienst damals in Finnland gemacht. Damals hat es EFD geheißen, also Europäischer Freiwilligendienst, jetzt der ESK. Ich bin dazu gekommen, dass das Logo hat ein Frühstück, ein Gratis-Frühstück angeboten. Und ich habe mir gedacht, yay, Gratis-Frühstück, sicher, da gehe ich hin. Und dann habe ich die Informationen bekommen. Das war damals gleich in der 7. Klasse, direkt bevor das Ganze mit dem Militär gestartet hätte. Und für mich war dann eigentlich ziemlich klar, ja, hey, wenn das als Zivildienst gilt, passt, das mache ich, das gefällt mir. Und ja, dann bin ich nach Finnland gegangen. Also in Finnland war ich in einer Zirkusschule. Ich habe Akrobatik, ja, ich war der Akrobatiktrainer dort. Begonnen hat es eher so als Traineraushilfe. Der große Vorteil, den ich gehabt habe, war, dass ich aus dem Turnerbereich komme. Also ich habe früher viel geturnt. Und nach der ersten Woche habe ich dann eh direkt meine eigenen Gruppen bekommen, mal so in der Zirkusschule von Kuopio, der Akrobatiktrainer. Ja, schönstes Erlebnis ist extrem schwer zu beschreiben. Es gibt einfach so viele. Ich glaube, die generelle schönste Erlebnis hat meistens damit zu tun, das sind Situationen, in denen man sich sonst, glaube ich, nicht gefunden hätte. Beispielsweise bei mir war das, ja, das eins der besten Momente war, wie wir in Rovaniemi waren. Das ist eine Stadt direkt am Polarkreis oben. Und wir sind hinauf, wir waren in Weihnachtsdorf, hat es geheißen, oder Santa Claus Dorf. Und es war halt alles weihnachtlich geschmückt, es war Weihnachtsmusik ist gespielt worden, es war eins am Nachmittag, aber es war halt stockfinster, war Polarkreis. Und ich war mit Leuten dort, die ich ja übers EFD halt kennengelernt habe, also Leute, die ich sonst nie kennengelernt hätte, habe die einen Tag lang gekannt, dann hat es geheißen, hey, machen wir zusammen Urlaub, sind wir hingefahren. Und ich habe dort eben mit einer Spanierin geredet und dann schaue ich im Hintergrund im Dunkeln und sehe und denke mir, komisch, was ist das für ein dunkler, so ein grüner Nebel, was ist denn das? Und auf einmal macht es halt Klick und checke ich, ja, das waren die Polarlichter. Und dann sind wir halt gelaufen dort in den Wald hinein, dass wir freie Fläche finden. Und dann sind wir mitten im Schnee, also der Schnee ist teilweise bis da oben. Das war mitten im Dezember und minus 30 Grad oder was es war. Und wir sind halt dort gestanden und haben Polarlichter geschaut und fotografiert und so weiter und so fort. Und ja, das sind so die besonderen Momente, wenn man sich irgendwo findet, das man sich sonst nie ausgemalt hätte, zu dem man sonst nie gekommen wäre. Beispielsweise umgekehrt auch im Sommer damals. Das war um den 20. Juni herum, immer fort hell, auch mitten in der Nacht. Und ich bin wieder mit Leuten aus dem Zirkus, das war ein Zirkusfestival, haben wir gesagt, hey, fahren wir zusammen zum Strand. War mitten in der Nacht, sind wir von 11 bis 4 in der Früh sind wir am Strand gestanden, haben gefeiert mit den Leuten, die ich ja, seitdem auch nicht mehr gesehen habe. Aber einfach so Situationen, in denen man sich sonst nicht gefunden hätte. Also ja, informiert, wie gesagt, über das Logo Frühstück, was das damals war. Das Logo hat mich dann auf so eine Seite gebracht, wo ich die verschiedenen Organisationen gefunden habe, beziehungsweise wo das angeboten wurde. Und es war dann gar nicht so leicht, Bewerbungen schreiben. Ich habe doch, glaube ich, 40 Bewerbungen geschrieben gehabt. Allerdings, weil ich wirklich unbedingt nach Skandinavien wollte und es nach oben hinkommen schwer ist. Und dann, ja, war der Zirkus. Ich habe denen geschrieben, dass ich aus dem Turnerbereich komme. Die haben gesagt, perfekt, dich brauchen wir, dich nehmen wir. Und dann hat es eigentlich alles ruckzuck hingehört. Wie hat mich der Aufenthalt verändert? Ich glaube, um es kurz zu sagen, es hat meine Perspektive aufs Leben von so auf so ausgeweitet. Vielleicht geht es sogar noch weiter, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Also es hat mir gezeigt, was es im Leben noch so gibt, außer Schule, außer damals halt den Freundeskreis, den ich gehabt habe. Ich meine, ich bin viel gereist, aber es war trotzdem einfach auf einmal so viel mehr, sich mal um sich selbst kümmern dürfen, um seine eigene Wohnung kümmern dürfen, ohne jetzt die Sorge zu haben, dass wenn ich was falsch mache, dann haut es mich voll hin, weil es hat ja die Organisation gegeben, die mir geholfen hat. Aber ja, einfach so viele verschiedene Menschen kennenlernen, einmal ganz was anderes zu machen, was vielleicht nicht jeder macht. Es stellt einem das Leben auf den Kopf, aber im positiven Sinn. Ja, empfehlen würde ich auf jeden Fall, sich darauf vollkommen einzulassen. Also das war bei mir am Anfang ein bisschen die Schwierigkeit. Ich habe in den ersten Wochen sehr meine Familie vermisst und im Nachhinein kann ich einfach sagen, sich einfach darauf einlassen. Wie gesagt, es stellt einem das Leben auf den Kopf.
Das ist aber was Positives und man muss es so sehen, dass man das auch genießen darf oder genießen sollte, weil es unter Anführungszeichen ja nur den ESK-Aufenthalt lang dauert. Also wenn man zurückkommt, ist eh wieder alles beim Alten. Und das ist, vor allem wenn man sich darauf einlässt, etwas wirklich absolut Besonderes und etwas Verrücktes, sage ich einmal. Okay, also meine mitgebrachten Gegenstände sind die Jonglierbälle. Für mich war das der Zirkus immer was Besonderes, so im Sinn von, da hat es so viel Verschiedenes gegeben. Und nachdem ich vom Akrobatik-Hintergrund eh komme, war für mich der Turnbereich einfach nichts komplett Neues. Und mir war klar, dass ich komplett was anderes einmal probieren möchte. Und habe mich gleich am Anfang in der ersten Woche ins Jonglieren verliebt und gesagt, das will ich können, das will ich probieren. Und habe auch dann damit begonnen, während dem Unterrichten. Also ich habe mit den Kindern geredet, die Kinder unterrichtet und währenddessen einfach jongliert so nebenher. Jetzt eigentlich mit den Kegeln, also nicht mit Bällen selbst, aber es ist im Endeffekt das Gleiche. Und ja, seitdem jonglieren immer so etwas, was ich absolut mit dem Zirkus verbinde.